Also gut, Freunde, heute öffnen wir das neueste Dragon Ball Super Card Game Set Critical Blow. Ich bin übertrieben darauf gespannt und hyped. Wir haben viele neue Karten vom Dragon Ball Super Superhero Film mit neuen Artworks. Unter anderem seht ihr es auch schon mit Whis Gohan. Aber ganz, ganz wichtig und der Grund, warum wir für dieses Set hier reingehen, ist folgende Karte, Leute. God Rare Gogeta ist das. Das sieht brutal aus. Wir manifestieren uns das Ding und hoffen, dass wir das ziehen. Falls ihr euch selbst Karten abchecken möchtet, jegliche Art, könnt ihr das gerne bei meinem Partner machen. Gate to the Games, der Link ist in der Beschreibung. Und mit dem Code OZURU spart ihr 5% auf euren Warenkorb. Ich bin sehr darauf gespannt, was wir so pullen. Dragon Ball Super Card Game, also an sich. Also Dragon Ball Super Card Game und One Piece öffne ich gerade im Fokus. Und einmal im Monat. Oh. Einmal im Monat gibt das immer ein Opening dazu, mindestens eins. Deswegen, wenn ihr das nicht verpasst, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Also auf dem, ganz oben ist immer eine SR oder Sub, SPR. Das hier an der Stelle ist eine SR. An sich sieht die Karte auf jeden Fall schön aus. Das ist der kleine Amigo und Goku. Es ist aber echt schon sehr lange her, dass ich da oben mal eine Special Rare drin hatte, eine Espia. Aber gut, vorab haben wir schon quasi unsere erste SR. Schaut euch mal das Booster von Whis Gohan an mit einem neuen Artwork. Das sieht echt richtig clean aus. Okay, Leute, ey, komm, wir legen sofort los. Ich bin echt auch gespannt. Ich weiß tatsächlich sehr wenig zu dem Set. Also ich weiß nur, dass da der God Rare Gogeta am Start ist. Ich habe auch tatsächlich vergessen, weil mittlerweile haben sie auch so Karten. Ich habe tatsächlich vergessen, auch welche Secret Rare hier drin sind. What? Also eine Secret Rare Gogeta ist auf jeden Fall drin, safe, weil eine der drei Secret Rares immer eine God Rare und in dem Fall wurde es... ich weiß nicht, die drin sind, ich habe mich daran erinnert. Und im Prinzip wurde halt Gogeta die God Rare, was wirklich sehr, welche sehr clean aussieht, weil die God Rares zuvor waren so golden, ass, aber in so einem Rainbow, mit so einem Rainbow-Effekt, was sehr zu Gogeta passt, logischerweise. Wegen seinem Angriff. Boah, nice, Piccolo. Und Uncommon Great Saiyan, okay. Und Secret, genau, Gogeta ist am Start. Gohan. Ja, und da war ich war da sehr drauf gespannt, ob Gohan die God Rare bekommt oder Gogeta. Und die letzte ist immer so eine Dragon Ball Heroes Karte. Achso, das ist schon immer Artwork, by the way. Auf die Heroes Karte, die ist jetzt mehr oder weniger nicht so wichtig. Aber Leute, ey. Also, ihr könnt mich im Endeffekt gerne wissen, wie ihr die Karten findet von dem Set. Wir wissen ja auch, dass Februar nächsten Jahr 24 ist immer die erste Karte oben, so eine Sidekarte oder was? Das Dragon Ball Super Card Game bekommt so ein mehr oder weniger Rebranding. Also Februar 24 wird es mit Fusion World auch weitergehen oder starten. Dazu wird es eine digitale Version geben, also ein Spiel. Aber das herkömmliche Dragon Ball Card Game, so wie wir es jetzt kennen, die Karten, die ich öffne, die OG-Karten und so fort, die werden auch noch weiter fortgeführt unter dem Namen, oh, das sieht gut aus, Dragon Ball Super Masters, glaube ich. Oder war es Dragon Ball Super Card Game Masters? Eins von beiden. Jedenfalls Masters und das Februar 24 wird unter Fusion World weitergehen. Dragon Ball Super Card Game Fusion World, beziehungsweise Dragon Ball Super Fusion World, wie auch immer. Holofoil Gamma 1 sieht echt cool aus. Und dahinter Broly. Lange Rede, kurzer Sinn. Fusion World wird anfängerfreundlicher sein. Also das Dragon Ball Super Card Game, also ich nenne es mal, wie es ist. Masters ist schon irgendwo komplex. Mit all den Sachen, die sie eingeführt haben, auch in diesen, mit den Zenkai-Karten etc. Und Fusion World wollen sie halt, oh, wir haben da was. Wollen sie halt einfach halten. Und es wird aber beides fortgeführt. Diejenigen, die das Dragon Ball Super Card Game spielen, aktiv spielen. Lasst mich mal bitte wissen, wie ihr das findet, diese Änderung. Aber ich kann mir schon vorstellen, als diejenigen, die das wirklich auch professionell und so spielen, das könnte für sie vielleicht echt ein bisschen komisch sein und überhaupt nicht gut, dass sie das so in zwei Spielweisen, Sets bitten, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben hier was, also gib mir Bescheid. Hä? Warte mal, warte, wir haben hier was Großes. Wir haben hier was Brutales. Weil normalerweise ist die vorletzte Karte eine Holofoil und die letzte könnte was sein. Hier ist aber noch was. Wir haben die erste Espia. Ja! Gamma 1 und 2. Oh, das ist die erste Espia. Ey, ich habe das total vergessen, dass die hier drin sind. Ihr wisst ja, ich feiere Gamma 1 und 2.
Nice, und wir sollten 2 SP oder höher haben. Und die erste haben wir schon mal gezogen. Gamma 1 und 2. Superhero. Das sieht richtig cool aus. Und wir sehen auch schon, was ich meinte, quasi am Anfang. Wir haben hier mehrere oder verschiedene Artworks. Zuvor, als der Superhero rauskam, hatten sehr viele Merchandise-Artikel immer nur dieselben Renderings und Artworks. Aber in dem Set sind jetzt neue dazugekommen. Das sieht richtig cool aus. Aber das ist auch nicht alles, Leute. Also, wir haben 2 oder mehr Hits im Dragon Ball Supercard Game. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall was sehen. Wie findet ihr diese Side-Karten, dass sie so seitlich sind? Echt komisch. Also, kein Plan warum. Das hat Pokémon auch manchmal gehabt, ne? Also mit dem Soul Punisher sieht das schon sehr nett aus, aber beim Öffnen das die ganze Zeit hin und her zu schieben, das ist wahrscheinlich eher das, was mich aufregt. Aber gut. Das sind einfach nur normale Karten, oder? Einfach nur seitlich. Also, why? So, naja, was soll's. Oh, okay, 10 Magenta. Und dahinter haben wir. Wir haben noch? Nein! Haben wir schon die zweite L? Nein! Haben wir back-to-back eine SP? Ah nein, okay, krass, stopp, nein. Das ist in dem Set anders. Da ist eine SR. Oh! Opa Gohan, wie cool. SR Opa Gohan. Okay, ich dachte schon, wir hatten schon direkt die nächste SP gezogen. Die haben das in dem Set anders gemacht. Dass der Hit ganz hinten ist. Normalerweise, wie gesagt, ist der vorletzte Holo-Foil. Dann könnte der danach ein Hit sein, aber hier ist anders. Machen wir dann an der Stelle mal mit Opa Gohan weiter mit dem Booster-Box hier. Also jetzt zählt auch ein. Oh Leute, Dokkan-Spieler haben Angst vor diesem Artwork. Cell Maximilian. Oh, das sieht cool aus als Seelieder. Whis. Gamma 2. Legend. Piccolo. Holofoil. Okay. Janemba. Lol. Dragon Ball Legends SR Gohan. Guckt erstmal ich damit. Also viele Merchandise-Artikel haben immer dieselben Renderings benutzen dürfen. Das ist auch das Artwork von Dragon Ball Legends. Das sieht aber cool aus. Aber ihn gibt es auch als SPR. Ist das hier? Naja, das sollte die Karte hier sein. Das als SPR. Also die Karte sollte das als SPR sein. Die haben wir jetzt aber nicht gezogen. So. Ja, das ist eine Liga-Karte von Alibaba. Pargo ist die Legende. Janemba! Ah, hier haben wir noch eine Karte. SR. Genau das will ich sehen. Genau das. Wir haben die SR gezogen von der. Also, wir haben die. Ne? Das ist die SR, das ist die SPA. Genau das will ich sehen. Was glaubt ihr? Wollen wir noch eine SPR oder sogar was Gestörteres? Also es gibt jetzt nicht so viele Gotrek. Was ich sagen wollte, ist, ich habe bis jetzt keine Gotrek gezogen, aber die Chance ist auch übertrieben gering und selten, so eine Gotrek zu ziehen. Wir haben bis jetzt eine Gotrek Evo. Oh, toll. Stimmt, ja, ich habe das verpeilt. Goten war die Holofoil und Kamba ist die SF. Ja, mein Evo bisher gehabt. Gotrek Evo. Danach hatten wir einen Gotrek Bardock, dann einen Gotrek Goku und jetzt Gotrek Gogeta. 8 Booster. Ja, komm, komm, komm. Auf geht's, Leute. Jetzt fokussiert euch. Also, was ich meine, ist folgendes: Ich tue immer die letzte Karte von dem Booster, was ich öffne. Die hier, das könnte ein Hit sein, tue ich hier hin. Und dann haben wir so ein 8 Booster Pack quasi. Gut, wenn ihr jetzt ganz genau drauf achtet, was ich jetzt hier ziehe, in welcher Reihenfolge, wisst ihr, wie viele Hits wir haben. Ihr könnt darauf achten, ich achte mal nicht drauf. Ich mache einfach mal hier G-Kon so weiter, hole voll das, okay. Dann haben wir hier einen weiteren Booster. So, die letzte Karte davon könnte ein Hit sein. Gucken wir uns mal diese Karten an. Das ist die Holo voll, okay. Dann machen wir mal hier weiter. Hier sind der Böse auf jeden Fall. Megapack, wenn wir da was ziehen, wäre es echt nice. Boah, das sieht cool aus. What? Achso, hey, das haben wir doch ab und zu schon gesehen, oder nicht? Oder habe ich einfach nicht drauf geachtet? Naja. Oh, haha, okay. Warum habe ich auch gesagt? Ihr wisst Bescheid, warum.
Okay. Warte, diejenigen, die aufpassen, wissen Bescheid. Escalation. Drei Booster, da haben wir unser Mega-Pack. Leute, believed. Also ein Hit sollten wir auf jeden Fall noch haben, eine SP und höher. Gibt's da Orange Piccolo SP, ja? Falls ja, bitte lass mich die Orange Piccolo SP ziehen. So, zwei letzten Booster. Und ich glaube, wir bekommen auf jeden Fall noch was geboten hier. Vorfreude steigt, safe. Könnte krachen, hoffentlich. Wie geil sieht denn die Holofoil aus, verdammt nochmal? Einfach eine normale Holofoil. So ein Goku-Leader. Wenn die zum Beispiel, wenn er ein starker gelber Leader ist, dann willst du den quasi als Holofoil in deinem Deck. So, und das meinte ich. So, das letzte Booster, Freunde. Und danach haben wir unser Megapack. War dann das drauf? Boom. Seid ihr bereit? Okay, nervös. Okay. Also. Okay, wo ist denn jetzt? August. Kakaroto. Oh. SR-vierfacher Goku. Aber was ist das? Sieht so komisch aus. So, wie so ein Rechteck, so Printline. Seht ihr das? Aber die Karte an sich sieht clean aus. Wir haben unser Espia. Laber nicht. Espia Gogeta. Ist auch die Godra ist? Das können wir kurz nachgucken. Warte, Manifestation. Was steht bei dem? 8. Es ist Gogeta Sparking to bla bla bla. Nein, das ist ein anderer, okay. Substance Gogeta Fusion Reborn. Dreams, überlegt mal, ich hätte den gepult, Leute. Oh. Aber, wie findet die Espia Gogeta? Schick aus. Finde ich. Knapp, ne? Ja, schade. Oh, was ist das? SR Super Saiyan 3 Goku. Boah, ich hätte nicht mal gedacht, dass wir das bekommen. Das sieht auch clean aus als SR. Ey, wir haben echt viele SR gezogen, ey. Was, die Karte ist so, die ist dicker als die anderen gefühlt. Warum? Und yeah, das war's. Ey, aber warte mal, wir haben echt, wir hatten eine gute Ausbeute. Finde ich auf jeden Fall. Also, das Opening an für sich hat mir gefallen. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr das fandet. S, Pia Gogeta und Gammas nehme ich auf jeden Fall an.